Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Heute wird es an der Zeit, mal wieder Läden zu testen, die es einfach nicht sein lassen konnten. Die einfach, sage ich mal, fast schon penetrant da dran waren, mich zu überreden, an den Start zu kommen. Das heißt natürlich, dass sie sehr überzeugt sind von ihrem Produkt. Was ich wiederum als anders sehe, das muss ich jetzt mal testen. Und irgendwo auch belohnen, dass die Leute einfach am Start sind und das machen. Der einzig liebe Ahmed ist auch am Start. Ich habe eben noch hier hingestrüllt. Nein, habe ich nicht, natürlich. Ja, wir gehen jetzt hin und dann testen wir jetzt einen schönen Smashburger, der sich gewaschen hat. Ich habe den Burger getestet, wahrscheinlich. Ich habe mir die Bilder angeguckt, Mann. Was laber ich schon wieder, Mann? Wir müssen weiter jetzt im Video und es geht los. So, wir sind schon am Start, hier kurz am Stalken. Da ist der Mutburger. Oh, er kommt nicht durch. Ja, aber er stellt sich auch selten dämlich an, Mann. Da ist sowieso kein Platz mehr frei. Ja, Mann, der Mutburger, wie gesagt, Bilder angeguckt, sah krank aus, Mann. Sah krank aus. Das wär's ja jetzt, wenn wir hier jetzt so ein Top-10-Ding wieder finden. In Bremen. Würde mich aber auch freuen. Ja, mich auch. mein 4-Stunden-Fahrt um Gang. Oh, das würde mich freuen, Mann. Mal hier in der Ecke. Das macht's natürlich selber. Mhm. Also pass auf, ich habe eine krasse Info noch. Der hat 5 Sterne bei über 200 Bewertungen. Also das ist das erste Mal, dass ich das auch hab. Du hast geile Videobotschaft geschickt. Moin Holle, ich habe gehört, du bist auf der Suche nach dem besten Burger in Deutschland. Dann bist du hier auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Mutburger Bremen, überzeug dich selbst von unserem leckeren Smashburger. Er hat Gas gegeben, Mann. Er war hartnäckig und ich komme hier hin, Mann. Sowas lass ich mir nicht zweimal sagen. Er hat noch nicht offiziell auf, ne? Das ist auch noch niemand da. Er hat extra für uns jetzt aufgemacht, genau, ne? Dass ihr da Bescheid wisst. Habe ich überhaupt gefilmt, Alter? Ja, ich dachte, ich hab nicht gefilmt, ich Affe. Was war das für ein Move, Mann? Ich merke, ich gehe echt kaputt. Tut mir leid, Leute. So, wir werden jetzt rein. Jan ist auch angesteckt. Alter, ein T-Shirt, Mann, du Maschine, Mann. Ehrlich, jetzt dein Ernst? Muss. Ich friere hier ab, Mann, ich friere ab. Wir werden, glaube ich, 2 Burger bei dir testen. Einmal dein Spicy oder so hattest du angepriesen. Den auf jeden Fall, ja. Und sag ich mal, einen klassischen würde ich auch gerne probieren. Mutburger, das ist der Mutburger von uns. Das ist der klassische Cheeseburger. Mhm. Das sind beides so die meistbestelltesten Burger bei uns. Mhm. Und die würde ich dir empfehlen, dass du die heute testest. Okay, die testen wir. Wenn du jetzt so sagen würdest, was ist das Besondere an deinem Burger, dass du auch so überzeugt warst, natürlich mich hierher zu holen? Mhm. Also wir haben 100% Rindfleisch, Angusrind vom regionalen Bauern. Das ist auf jeden Fall so, wo die Leute sagen, ey, deswegen fahren wir hin. Ja. Und vor allem unser Brot ist von Bremer Bäckerei. Mhm. Und das ist auch so das, wo ich sage, das macht uns aus. Mhm. Ne? Und du hast die Skills, die Fähigkeiten, natürlich den auch vernünftig zuzubereiten. Auf jeden Fall. Ne? Also wir machen das in der Smash-Variante. Mhm. Liebst du Smash? Ich liebe Smash. Ich auch. Ich gehe demnächst auch auf den Film wieder. Garstufenburger, keine Angst. Ja. Aber Smash, weiß ich nicht. Die Röstaromen, dieses Crunchige. Das ist heftig, ja. Ja, das Aromatische, das ist... Ja, ja, also ich sag mal so, irgendwie habe ich das Gefühl, diese Neuzeit-Burger, die sind noch nicht so lange im Game irgendwie, um das so... Na okay, ich labe Scheiße. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ist so. Die Handmade-Burger sind noch nicht so lange im Game. Ist so, die sind noch nicht so lange wie der Smashburger. Ja, ja. Ne? Ja, und deshalb fehlt da noch die Expertise. Das ist so wie, keine Ahnung, wenn du jetzt ein Auto rausbringst mit Wasserstoffantrieb, natürlich, die brauchen noch ein paar Jahre, um da ins Game reinzukommen. Auf jeden Fall. Oh, ordnungsamt. Du hast was zu verbergen? Oder? Nee. Nein? Nee. Okay, gut. Ja, dann legen wir mal los. Was ist das hier, Jan? Das ist unsere selbstgemachte Marinade, unsere Chili-Marinade. Ah, für den einen Burger, den ich esse? Für den Spicy, genau. Das ist unser irischer Cheddar-Käse, 3 Monate gereift. Ach, das ist richtig gut, ah? Ja, das ist richtiger irischer Cheddar-Käse. Kann ich mal einmal so eine Ecke abbrechen? Klar. Das ist nicht so ein Standard-Käse, ne? Nee. Zart schmelzen. Ja. Ich dachte, noch intensiver, aber hat noch diesen, sag ich mal, Schablettenkäse-Charakter, den man so vom Burger auch kennt. Aber das Intensive kommt erst, wenn ich das auf dem Grill mache und dann Deckel drauf und wenn das schmilzt, dann kommt das erst. So ein bisschen krustet auch so noch. Ja, die Kruste kommt auch. Die machen mich nervös hier, die Jungs. Ja, mich auch. Ich glaube, wegen dem Linkarm. Ich werde die mal eben kurz fragen, was das Problem ist. Alles klar. Moin. Moin. Hallo hier. Für den Aufsteller da draußen, habt ihr da eine Genehmigung, eine Sondernutzung? Also, weil das halt auch öffentlicher Grund ist, da soll noch ein Radfahrer auch schon. Das ist natürlich ein Problem, der Winkarm. Könnte einen Radfahrer gefährden, das ist das Ordnungsamt jetzt hier. Ja. Da weiß ich, ob das in der Norm ist hier jetzt. Ne? Also wenn ich jetzt hier so längs gehe, könnte es passieren, dass ich ein Ding kriege. Also das ganze Ding muss jetzt abgebaut werden.
Das gibt's nicht. 9 Monate haben sie den Wackelmann da stehen und dann kommt das Ordnungsamt. Hier ist eine Woche Pause, jetzt machen sie den hier. Ich gehe gleich zur ATU rein und teste da, ja. Ganz basic, Leute, ganz basic. Sag ich nur Fleisch, Jalapenos, Käse. Das ist so ein ganz interessanter Burger. Ich schwör's euch, Ciabatta, sag ich mal, sticht jetzt gar nicht großartig raus. So, ist einfach ein schönes Bun. Aber das hat so eine unterschwellige Note. Also, du hast manchmal Burger, da hast du einen Geschmack, der dringt durch, der es durchdringt. Das ist alles so komplett unterschwellig. Kitzelt kurz an, diese Chili-Marinade. Heftige Kombi mit der Mayo, ganz kranke Kombi. Guck mal den Knusper hier. Wisst ihr, was ich da mache? Ich knusper an der Seite ein bisschen ab. Also Jan, du kannst was ja gar nicht hören, was ich gerade sage. Nee, ich höre nix. Ganz heftiger Burger. Ja? Der nervt echt krass ab, weil ich habe Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Ich sag's dir, der nervt hart, ne? Ja. Aber ich kann mich schon gut reindenken und ich sag dir nur eins schon mal, der ist wirklich ganz böse. Das ist voll nicht mega. Komm, wir gehen mal einmal hier und vielleicht bringt das ein bisschen was. Guck mal, bringt nicht viel, aber ein bisschen, glaube ich, bringt das. Ein bisschen besser auf jeden Fall. Also du hast ganz viel Impulse bei dem Burger, ich merke das. Also ich sag mal einfach geil abgeschmeckt. Du hast eine ganz unterschwellige Note von der Chili-Marinade, von den Chilis und der leicht säurehaltigen Mayo, die immer wieder ankitzelt. Aber nicht eine Sache, die so durchschießt. Dann zwischendurch kommt der Käse, der schön sanft, aber trotzdem irgendwie präsent ist. Das knusprige Fleisch außen. Also du hast da immer wieder Impulse, die mich killen. Also. Das ist heftig. Also mir auch wichtig, dass bei der Soße, dass die Soße das Fleisch nicht überdeckt, dass es immer eine neutrale Soße ist, dass man das Angusfleisch wirklich zu 100% rausschmeckt. Das war mir ganz wichtig. Vor allem, dass der Basic bleibt, ne? Dass er nicht irgendwie... Ja, das Basic, dein Urgroßvater. Aber geil. Ich werde jetzt einfach den normalen nochmal testen, dass nicht zu viel wird. Ja. Dann essen wir den normalen nochmal. Alles klar. Geil, Mann, der sieht heftig aus. Korrekt, danke, Rudi. Ehrenmann hat geklärt hier bei dem Typen, dass er kurz 10 Minuten Pause macht. Geil, jetzt haben wir den klassischen Cheeseburger. Mutburger, ja, aber man kann sagen, der ein klassischer Cheeseburger. Ja, wie ihr seht, diese Röstung, der ist schon in Perfektion gemacht, Mann. Den dafür jetzt mit Ketchup. Was auch killt bei dem Burger. Ist das ja ultimativ saftig von denen, das ist das Fleisch auch. Das ist ähnlich, ich habe zufällig jetzt einmal wieder beim Burger gehabt, aber da habe ich gesagt, es war nur einmal heftiger, das war damals bei Beste in Oldenburg. Das ist so dieses perfekte Feeling von, gut, es tropft jetzt ein bisschen wegen Salat, aber in sich, der Saft, der nicht austritt und irgendwie jetzt alles hier voll geht, sondern im Mund entfaltet, du beißt rein und bam, die Saftexplosion kommt. Ist das Sauerteigbrot? Nee, das ist, also eine Art Ciabatta, ne? Also was bei dem Burger auch absolut Bock, wenn du reinbeißt, bevor du es überhaupt im Mund genommen hast, kommt auch die Note vom Brot noch. Und das fehlt mir bei manchen Burgern, da fehlt der individuelle Charakter. Den hast du drin, du beißt rein, schon bevor du es im Mund hast. Feeling vom Brot, dann kommt das rein, vom Bun, sehr heftig. Das knuspert richtig, Leute, das knuspert ohne Ende. Böse Entscheidung, Mann. Ich werde mal erstmal noch mal Hände waschen einmal. Leider, die wichtigste Szene war nicht drin, weil die Speicherkarte nicht richtig drin war. Ich habe zu dir gesagt, jetzt unabhängig davon, dass der Burger jetzt heftig war, ne? Du bist schon groß, aber du hast eine Ausstrahlung, die ist größer, als du wirkst, weißt du? Dankeschön. Kennt ihr die Leute? Es gibt auch Leute, die sind ganz klein und die reden vor euch, die kommen euch größer vor als ihr selber. Und du bist auf jeden Fall 2 Köpfe größer als ich. Danke dir. Bewertung, Leute. Ich sag dir schon mal, Jan, deine Videobotschaft und so. Das kam nicht von ungefähr. Du hast einen endkrassen Burger, Mann. Dankeschön. Also John, mein Lieber, ganz schwer zu bewerten, ganz schwer zu bewerten. Also ich möchte jetzt mich nicht rausreden, aber das Ding hat mich hart durcheinander gebracht. Deshalb bin ich beinahe der Meinung, ich müsste noch einmal hierher, um komplett einfach den Fokus auf den Burger zu legen. Aber ich gebe dir tatsächlich 9 von 10 Punkten. Sehr stark. 9 von 10 Punkten. Also ich kann euch wirklich sagen, diesen Truck, unscheinbarer Truck hier, fahrt hin, gerade wenn ihr in der Gegend seid, Smashburger liebt. Ballert euch den rein. Also ist wirklich bei mir jetzt, glaube ich, Platz 3. Und ich bin der Überzeugung, ein zweiter Test ist unbedingt notwendig. Ja. Also
Knallt unbedingt dem Video einen Daumen oben rein, das habe ich noch vergessen zu sagen. Ne? Auch um so eine Jungs hier zu supporten, der steckt alles damit rein, ne? Das Video soll Reichweite gewinnen. Jetzt will ich Werbung für das Video machen. Aber nein, auch so, ne? Heftiger Burger, kann ich einfach nur sagen, der ist wirklich sehr krank. Mega, freut mich. Sehr krank. Ja, danke fürs Zuschauen. Denkt dran, Daumen oben rein zu knallen und bis zum nächsten Mal.